Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ion. Hey, ich bin mal auf meinem großen Kanter unterwegs. Warum? Weil wir uns im Abyss befinden und so wie im letzten Part angekündigt in die Götterfestung gehen, und zwar in den Abyss-Splitter. In den zerbrochenen Abyss-Splitter, der sogar für Level 60 gedacht ist. Es gibt noch einen normalen, der ist für Level 50, den gucken wir uns aber nicht an, weil sich beide ganz schön ähnlich sind. Wir gehen jetzt sofort mit Marfus zum Teleporter. Hallo Marfus. Moin Moin. Und fliegen zur... Ja, wo fliegen wir am besten hin? Ostscherbe von Latesran. Dorthin teleportieren wir uns. Und dann geht's mit dem zweiten Teleporter nach oben, in den oberen Abyss. Oder auch nicht? Doch, jetzt. Was wollt ihr? Kommt jederzeit wieder. Ja, Marfus ist nicht der Einzige, der uns auf diesem riesigen Weg begleiten wird. Es sind mit dabei Amicusto, Kurome, Shirley, die Bällchen und Cyberclary, die jetzt aber nicht alle im Einzelnen Hallo sagen müssen. Denn das würde zu lange dauern. Wird ja immer mehr hier. Glück. Wie geht's euch? Seid ihr schon gespannt? Claro. Claro, ja. Ich auch. Spannung pur hier. Bin ich falsch, eine komische Gruppen. Was sagst du? Da bist du. Da bin ich. Eine komische Gruppenkonstellation, wenn wir mal so über die Gruppen gucken. Einmal 4, einmal 3. Was ist denn das? Das ist ja gar keine Gruppe. Nein, das ist eine Allianz. Wenn wir einmal L drücken, sehen wir die Allianzen in verschiedene Gruppen aufgesplittet. Ich glaube, das haben wir uns bisher noch gar nicht angeguckt. Und es wurde jetzt so verschoben, dass die Nahkämpfer in einer Gruppe sind mit einem Clary und die Fernkämpfer diesmal mit 2, weil 2 sich bereit erklärt haben, mitzukommen. Warum haben wir keine 12 Leute dabei? Wir haben jetzt nicht unbedingt gesucht, denn diese Instanz ist wirklich machbar. Und mit machbar meine ich, dass sie sehr einfach ist. Normalerweise laufen wir es auch zu 4 oder zu 5 und 12 Leute haben darin Platz. Wo fliegen wir überhaupt hin, Marfus? Ich flieg dir nur hinterher. Ja. Also ich dachte, wir gehen in die Götterfestung. Das habe ich auch gedacht am Anfang. Holt eure Wolken raus. Das ist eine schöne Idee. Ja, der große Kantor. Auf dem bin ich selten unterwegs. Sehr selten. Aber er hat immerhin schon die schönsten Schwingen, die ich mir vorstellen kann. So, auf geht's mit dem Legionspony von High Five. Geht nicht an. Was sagst du? Geht nicht an. Oh, aber es ist so schön. Oh ja. Vor allem sehr imposant. Ich glaube, ich habe das noch gar nicht irgendwie im Let's Play gezeigt. Dann wird's ja mal Zeit hier. Was war nochmal die Steigerung von imposant? Beeindruckend ist niedriger. Nein, imposant. Sehr imposant? Im Hintern Steine. Und was im Arsch Geröll. Ach so. Guten Morgen. Sehr geil. Oh Mann. Ja, wir fliegen in die Mitte des oberen Abyss. Von dort aus kommen wir unter das Artefakt Flammenhölle und damit zur Götterfestung. Ich glaube, ein einziges Mal waren wir da, als wir die Quest gemacht haben, mit der man von der Tigraki-Insel aus hinfliegt. Unser Pferd stürzt gleich ab. Das ist nicht gut. Zeit verringert sich immer mehr, aber wir können ja Flugpods nehmen. Musst du gar nicht die Tore. Schön ja die Flugzeit wieder. Ja, ich glaube nicht, dass ich es noch bis zu den Toren geschafft hätte. Meinst du? Du hattest noch halbe Flugzeit. Du bist schneller als ich. Ich glaube, ich mache meine normalen Flügel wieder auf. Ball einfach nur schneller. Das gefällt mir nicht. Kriegt dein Pony etwa kein Kraftfutter? Nee, hat's nicht verdient. Es ist zu langsam. Jetzt fragst du dich, warum es so langsam ist. Jetzt haben wir noch eine Flugrolle drin. Kraftfutter geben. Warum hier? Pferdekraftfutter. Mit Proteinen. Mit Protein, ja. Immer nur das Beste für das Pferd. Genau. So, wieder da. So, wir sind in der Götterfestung der größten Inni und Cyber Akuma hat sich auch gerade zu Wort gemeldet. Yseria.
Die kenne ich auch irgendwoher. Doch, die kenne ich garantiert. Wir gehen rein. Unten im Artefaktraum, dort haben wir den Eingang zum zerbrochenen Erbesplitter. Es gibt zwei Eingänge, wie gesagt, für die kleine und für die große Innie. Die kleine Innie ist links von uns, wenn wir jetzt gleich reingucken, und rechts von uns die große. Oh. Da stehen sie schon alle Spalier und warten darauf, dass es losgeht. Hier haben wir ihn. Wundervoll empfangen. Ja, ausgezeichnet. So muss es sein. So ist das fein. Gehen wir rein. Wir haben soweit auch schon mal alles vorbereitet. Ich werde gleich nochmal alle durchbuffen, dass das nachher mit der Abyss-Punkte-Verteilung auch klappt. Apropos Abyss-Punkte-Verteilung. Wir haben ein gewisses Programm, einen gewissen Link für einen Browser, mit dem wir das Ganze so ein bisschen verteilen. Und das ist auch der einzige Grund, warum man hier reingeht. Entweder man will einen schönen Skin haben, die leuchten nämlich sehr hübsch, oder man will eben die Abyss-Punkte. Dann wollen wir mal los. Habt ihr die Quest vorne angenommen? Nö. Nö, dann ist gut. Dann braucht auch keiner nachher raus. Okay. Ja, es sieht doch gut aus. Soll noch mal jemand sagen, das klappt nicht. Hier ist so viel los, ich muss doch noch mal den Sound runterdrehen. Viele werden sich erinnern, vor kurzem schon gemacht. Bitte? Oh, ich hatte noch eine Quest aktiv. Also doch. Herzlichen Glückwunsch, wie lange trägst du die schon mit dir rum? Circa ein halbes Jahr. Hoi, das letzte Mal grün war, ja. Wunderbar, die müssen also alle weg für die Quest. Normalerweise kann man immer so die erste Gruppe machen, vielleicht noch die zweite, dann kann man rausgehen, abgeben, nochmal annehmen und die dritte Gruppe machen und dann beim nächsten Mal braucht man bloß die erste Gruppe zu machen. Und so geht es immer hin und her. Wir geben sie jetzt aber nicht ab, das dauert viel zu lange und kommen lieber zum ersten Boss. Dieser Boss hier spawnt ab und zu aus diesen komischen Eislöchern, die hier vorne sind. So eine Ranken raus. Die müssen kaputt gemacht werden, weil der Boss durch diese Ranken ein Schild bekommt. Mehr ist im Moment nicht zu beachten. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass er gedispelt werden muss. Und ein Spiegelschild ist mir auch nicht im Gedächtnis geblieben. Also dann, auf geht's, Amicus, du tankt. Was sagt sie? Wir seien alle verflucht. Ich dachte, das auch noch. Zerstören. Ja, wir wollen sie zerstören. War das denn nicht der Boss, wo ich nicht dispeln kann? Also den Tank? Das war nachher mit der Spinne. Aber das hier kann ich auch nicht dispeln. Nicht? Was heißt halt resistent schon gegen bestimmte physische Angriffe? Danke, mein Tage. Ihr habt ein Unglück, das ist kein gültiges Ziel. Lauter Ranken hier unterwegs. Und man sieht schon den Lichtstrahl, der auf den Boss geht. Ja, und so gestaltet sich ein ganz normaler kleiner Bosskampf sehr ruhig. Wir werden in dem ersten Part, glaube ich, auch bloß zwei Bosse schaffen. Den Rest machen wir dann im nächsten Part. Müssen wir mal sehen, wie wir das am besten aufteilen. Denn auch die Abyss-Punkte-Aufteilung werden wir nochmal zeigen, wie sie funktioniert. Sehr praktisch. Ja, ne? Finde ich auch. Ach ja, da war ja was. Mein Target.
habt ein ungültiges Ziel. Gut, alle weg. Ihr habt kein Ziel ausgewählt. Das ist ja schon fast langweilig. Ja, die ist so zäh. Oh, ja. Die ist so zäh. Aber passiert halt nichts, ne? Ist wieder Uhrenboss in Tiamats Festung. Wobei der mehr Schaden macht. Oh ja. Und das Format auch Schaden machen. Der Uhrenboss in TF? Ja, na gut, der da, die machen nicht unbedingt Schaden, aber die stunnen einen so blöd, ne? Ach, die lähmen ein. Ja, siehst du. Oh. Das ist kein gültiges Ziel. Gott. Und wieder rauf auf die alte. Wütende Pazuzu. Wird gleich handzahm. Was denkst du so? Was nicht kaputt gemacht werden darf, ist dieser große Ätherhaufen. Denn dann haben wir einen richtig harten Bosskampf vor uns, der genauso viel bringt wie der normale auch. Hier vorne haben wir die Kisten, die Truhen, die jetzt der Marfus looten wird. Der wird ganz normal ansagen, was alles drin ist. Allerdings nur die Ikonen, Siegel, Kronen und Kelche. Und alles andere wird so rausgenommen, da werden wir uns merken, wer schon was bekommen hat und wer nicht. Achso, brauche ich jetzt nichts also eintragen. Nein, das noch nicht, aber gleich. Die Ebbes-Punkte. Ein geringer Kelch. Okay. Geringes Siegel. Zweimal. Libellchen, machst du mit? Ja. Gott. Normale Ikone. Und geringe Ikone. Hab ich. Wieso hast du auch alles? Ich schreib nicht mit. Okay. Heute mal nicht. Jetzt sagt die Bällchen an, was als erstes verteilt wird. Sind auch noch mächtige Ankerhilfen. Der geringe uralte Kelch. Jo. So, das heißt, alle dürfen auf diesen geringen uralten Kelch würfeln. Hat Kuro bekommen. Sehr schön. Uralte Ikone. Die normale uralte Ikone. Normale, okay. Hab ich bekommen. Sehr schön. Das heißt, Kuro und Libellchen fallen jetzt erstmal raus. Geringes uraltes Siegel. Ich? Marfus. Ja, Marfus. Geringe uralte Ikone. Ah, Mist. Hat Marfus? Tut mir leid, bin auf den falschen Knopf gekommen. Aber es ist ja, ja noch ein Siegel drin, ne? Hast du es mitbekommen? Nee, das Siegel hatte ich nicht. Ich hab... Ach, egal. Ja, dann kommt es halt jetzt nochmal raus. Ja. Hast Marfus die Punkte zugeteilt, ne? Der war ja schon raus. Das ist egal, den kannst du trotzdem zuteilen. Es gleicht sich ja nachher wieder aus. Es kommen ja noch mehr Kisten und da muss er halt bei der einen Kiste halt, bekommt er dann vielleicht mal gar nichts. Ja, wer genau hat das jetzt bekommen? Ich. Das war Amikus, du hast das letzte bekommen. Okay.
Gut, also ganz kleinen Moment, bevor wir jetzt weitermachen mit der Verteilung. So viel zur Verteilung. Ihr habt gesehen, wir versuchen es halbwegs fair aufzuteilen, haben extra dieses Programm dafür, das dann nochmal guckt, okay, der und der hat schon bekommen, der ist raus, der ist rot geschrieben, der hat schon das meiste und dann geht's wirklich von klein auf immer weiter, ne? Der noch gar nichts hat, der nur wenig hat und so weiter und so fort. Wir sehen uns also nachher wieder, wenn die Aufnahme weitergeht. Jetzt erstmal für uns eine kleine Pause. Und willkommen zurück. Jetzt geht's wieder los. Wir haben die ganzen Abyss-Punkte verteilt. Die Pause war dringend notwendig, hat lange genug gedauert. Ich glaube, wir waren eine halbe Stunde dabei. Wir gehen dann jetzt weiter zum nächsten Boss. Automatisch brechen hier die Wände auf und ein paar Mobs kommen raus. Dann können wir uns um den Dicken hier kümmern, der ebenfalls für eine Quest zählt. Ich glaube, 3 Stück muss man von denen einmal so umlegen, um die Quest zu erledigen. Aber die kenne ich natürlich nicht mehr so genau. Gott, wie lange war ich schon nicht mehr in Erbesplitter drin? 18 Monate? Kommt hin. Nein, wir waren zwischendurch schon mal, weil wir doch noch dieses neue System mitbekommen haben. Auch, dass es einfacher geworden ist. Ich glaube, das ist schon erst 2 Monate her. Welches neue System? Na, dass es alles genervt wurde. Das war auch mit den Kisten, dass die nach 5 Minuten verschwinden, egal ob du die Hand drin hast oder Pfiffi macht eine Wurst. Pfiffi macht Würste, okay. Pfiffi macht richtig dicke Würste. Wäre doch schlimm, wenn nicht, oder? Ja. Staunen. Das wäre schlimm für ihn. Markus, bitte jetzt nicht näher aufs Detail gehen, ja? Danke. Okay. Lecker, lecker.